MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem Orakel, beziehungsweise zum Wochenende-Orakel. Diesmal der FC Arsenal gegen den FC Liverpool. Arsenal ist Erster und Liverpool ist Dritter und ich darf nicht spielen mit Diaby, Podolski, Oxlade-Chamberlain und Sanogo. Kleine Änderung, wir haben die Kader mal aktualisiert, zum Glück. Zuerst muss der Verman ran. Der Lars darf nur nicht spielen mit Coates oder so. Keine Ahnung, ist mir sogar relativ unbekannt. Ja, ich bin schon fertig, Alter. Ich hab doch gerade schon geändert. Ich darf mit Walcott spielen, ja. Ja, ja. Gibt's ja gar nicht. Mit Walcott ist sehr gut. Also ich glaube, da dürfen jetzt alle sein. Mit Oxlade-Chamberlain, mit Podolski kann zwar wieder trainieren, aber definitiv noch nicht spielbereit. Und ja, deswegen lassen wir da ihn für das Wochenende nochmal zurück. So, Santi Cazorla kann ich schießen. Steven Gerrard. Und ich hoffe einfach mal, dass wir diesmal nicht im Regen spielen, weil ich hasse es im Regen. Oh. Treffe ich den Pfosten? Ich glaub's nicht. Und? Oh. Nee. Boah. Das sah so trocken aus. Ja, genau. Was denn? Jetzt sag doch nicht abseits, ey. Ja, ist klar. Da sieht doch ein ganz normaler Schiedsrichter. Ja, sicher. Obwohl, in Orakel war es ja eigentlich immer gut. Hast du immer gewonnen. Beziehungsweise sehr oft, außer Arsenal gegen Liverpool. Gegen Neapel. Ja. Wie komme ich gar nicht klar auf den Regen? Der sieht voll komisch aus. Ja, ne. So, wer noch nicht mitbekommen hat, Abonnentenzocken in League of Legends findet statt. Und ich glaube, das sollte im Moment jeder wissen. Scheiß nie. Könnte auch uns gegen gewinnen. Ja, genau. Rennen einfach mal vorbei. Hm. Dort was geht ab. Fuck, ey. Da, der ist gut, der Sarko. Der ist richtig gut. Sehr gut, so möchte ich das sehen. Mesut Özil. Boah, das hört sogar... Ich hab erst gedacht, da gibt wieder rot. Im Medienorakel hatten wir bis jetzt fast eine rote Karte. Ich glaube sogar, der Arsenal gegen Neapel haben wir auch eine rote. Ach, den pflückt da locker flockig runter. Der mitten. Normal. Was ist dein Tipp? 2-0 Arsenal. Ich bin allerdings auch für Arsenal. Aber das wäre so geil, wenn die Meister werden, ohne Scheiß. Ja. Das wäre richtig cool. Besser als hier Chelsea und so eine Scheiße. Oh, fuck. Spielst du defensiv? Nö. Normal? Ja. Boah, warum spielst du mit Mesut Özil? Jetzt sagt er immer, er sagt irgendwie die ganze Zeit. Jetzt so einen komischen hässlichen Spruch, wenn er am Ball ist, Alter. Echt jetzt? Ja, Mann. Bei mir gar nicht. Aber ich habe die Kommentator etwas leiser gemacht. Mesut Özil jetzt. Ja, hat er jetzt bei mir auch gesagt. Boah, das hat er jetzt schon das dritte Mal gesagt, Alter. Weil FIFA ja zu gut ist, andere Sachen einzuführen. Jetzt hast du ja weißt, jetzt hast du mal einen Kommentator und dann so eine Scheiße. Ja, ey, viermal Mesut Özil jetzt. Na schön, das schön für Mesut Özil. Mesut Özil jetzt. Fuck, labert der mit seiner Oma, Alter. Ist er das? Nein. Was ist denn der Özil, Alter? Er sagt doch immer Mikel Arteta. Auch voll oft. Ach, boah, ey, Gerard, ey, wenn du noch sanfter schießt, ne, kommst du vielleicht gerade mal bis zum Tor. Ja, diesmal hat er nicht gesagt. Vielleicht ja jetzt, wenn er ein Tor macht. Ja, genau. Das nennt er Abiturient antizipieren. Und schnappt sich das Spielgerät. Scheiße. Ach, den kriege ich.
Oh shit. Santi Cazorla. Stark. Richtig gut. Hast aber gewusst, dass ich ihn entziehen wollte, ne? Ja. Boah, Alter, die Schnauze mit deinen ganzen Kackspielen. Boah, da treffe ich wieder die Lasse, ey. Habe ich auch letztes Mal Ultimate Team, habe ich auch aus. Boah. Sogar noch ein bisschen weiter weg die Latte mal wieder getroffen. Ich treffe immer die Latte, ich weiß nicht warum. Oh. Womit hier Florenz gegen Neapel haben wir ja richtig gut orakelt. Ja. Da war ja, was ist ausgegangen? Ich glaube 1-2 und du hast gesagt 1-3 und Orakel haben wir 0-3. Ne, 0-4. Ja. 0-3 oder 0-4. Und eine rote Karte hatten wir auch orakelt. Beide hatten glaube ich rot, ne? War das? Weiß ich gar nicht. Ja, beide hatten rot im richtigen Spiel. Ja, und im Orakel hatte ich ein rot. War auch nicht schlecht. War auch ein bisschen sogar. War gar nicht so schlecht, der Orakel. Ja. Warum auch angreifen, ne? Wäre ja wieder zu Mainstream-Computer. Der Warcode ist halt schnell. Ah, trotzdem. Aber trotzdem, guck mal, da stehen 5-6 Leute, weißt du? Der ja, FIFA wieder. Ist normal bei FIFA. Oh shit. Klasse. Mesut. Mein Tipp ist eigentlich, also ich bin definitiv für Arsenal, aber ich sag mal Tipp, boah, schwer zu sagen, 2-1, 3-2, also ich würde sagen, ein Torunterschied. Ich sag 3, ja doch, ich sag mal, na komm, ich sag sogar 3-1. 2-1 oder 3-2, ein Torunterschied. Ein Torunterschied und dann sag ich mal 3-1. Ja doch, ich glaube eher 3-1 so. Weil Arsenal doch, ich finde Arsenal doch ein bisschen stärker. Boah, Traum, was der hier spielt. Naja. Der Wilshere. Der Gerrard hat den reingemacht. Mignolet kenne ich gar nicht. Und jetzt Mignolet habe ich noch nie gehört. Also, erst hat er ja Pepe Reina gespielt, aber wo ist der? Der ist nach Neapel gegangen. Dann holen die Mignolet. Da ist auf jeden Fall ein Dings. Ein Belgier. Oder ein Franzose, ich weiß gar nicht. Fuck. Ja, sehr gut. Da komme ich leider nicht dran. Jo. War gar nicht so schlecht. Fio Walcott. Was findest du die beste Liga in Europa? Also jetzt mal abgesehen, also von der ganzen Liga. Also jetzt zum Beispiel die besten Mannschaften kommen natürlich aus Deutschland jetzt mit. So zum Beispiel der Champions League, Dortmund, Bayern, weiß ja. Aber wirklich eine komplette Liga, die stark ist. England. Finde ich allerdings auch, weil zwischen den ersten drei Plätzen in Deutschland... Ja, aber was heißt, dass die besten Mannschaften aus Deutschland sind? Er war jetzt einfach das erste Mal das deutsche Finale da. Ja, aber das ist schon einer der besten so gesehen, weil... Ja, England, England, Deutschland und Spanien. Oder Italien vielleicht mal, aber Italien im Moment nicht. Ne, Italien würde ich auch nicht sagen. Aber auf jeden Fall finde ich England auch die beste Liga noch, weil einfach der 12. in England gegen den 12. in Deutschland gewinnen würde. Ja. Und vor allen Dingen finde ich... Boah, die ausgeglichener, weil ich finde, in meinen Dortmund, Bayern und Leverkusen sind da vorne weg und dahinter kommt einfach, jetzt sag ich mal, außer Schalke, vielleicht Gladbach, sind es gute Mannschaften, aber dahinter kommt echt nichts. Und in England, sag ich mal, gibt es halt natürlich viel mehr, finde ich so jetzt. Ja. Jo, Özil, genau. Mesut Özil jetzt, sagt er bei mir auch jetzt voll oft. Ja. Orakel haben wir Champions League in der Woche? Mal gucken. Mal gucken, sagst du? Ja, ob ich Zeit hab. Klasse
Nichts hat Özil im Kopf, ist klar. Den Boy bei FIFA, den Spieler. Gar nicht so schlecht gemacht, wer ist das? Keine Ahnung, jemand mit C. Coutinho. Kann sein, weiß ich jetzt gerade also nicht. Also Coutinho soll allgemein im Spiel richtig gut sein, ohne Scheiß. Ja, mit dem kannst du gut drüppeln. Warte, der spielt da oben irgendwo. Da, ah, Coutinho. Ja, Coutinho soll im Spiel allgemein richtig gut sein, ja. Den Trick wollte ich gar nicht machen, Alter. Ja, da stehen echt richtig viele Spieler von mir. Boah, meine Fresse, ey. Was macht der da schon wieder, ey? Der... Ach, den wollte ich gar nicht. Ja, genau. Boah, was? Also, Juris ist immer da. Ich wollte gerade schießen. Och, ficken Abseits, ey, scheiße. Ja, ein Coutinho soll aber echt gut sein. Ich glaube, der ist aber auch ein bisschen teurer. Ich glaube, so 10.000 oder so. Für ein 81er-Spieler oder so. War ein Foulspiel. Da steht der ja ganz frei. Oh shit. Könnten wir wieder so ein Battle machen in FIFA. Wäre das nicht mal was für dich? Auf keinen. Nicht? Nö, weniger. Warum nicht? Keine Lust auf ein Battle. Ach so, ja, okay, das hatte ich ja auch eine lange Zeit nicht. Also in FIFA hatte ich Lust drauf gehabt, ey. Ja genau, geh halt nicht zum Ball hin. Fahrst du zu dem Spiel? Möchtest du vielleicht mal ein Spiel? Ah, krieg ich den noch? Du hast ja noch gar also so einfach so ein Fazit vom Spiel. Möchtest du das abgeben? Nö. Warum nicht? Wissen doch jeder. Ja? Das Spiel ist scheiße. Fertig. Weißt du, was richtig cool wäre? Wenn du eine Stunde FIFA aufnehmen würdest, ne? Und einfach in der Stunde voll rumwatchen würdest. Da kannst du alles rauslassen gegen Wolfie. Das wäre richtig cool, ohne Scheiß. Ja, will ich aber nicht machen. Schade. Und nicht, wenn ich dir verfolge? Gebe? Naja, kannst du kein Geld der Welt, wie die Scheiße diese eine Stunde spielen, ne? Alter. Boah, das wäre so lustig, ne? Oh, das könnte jetzt... Ach, das habe ich doch locker. Die verstehen sich blendend. So darf man es dem Gegner nicht machen. Geh da weg. Ach, schade. Was aber knapp dran war. Zu grätschen. Ja. Bist schon wieder begeistert vor dem Spiel, oder? Ja, super, ey. Warum? Was hast du denn so... Scheiße. War so klar. Welche Szenen haben dir denn nicht gepasst? Möchtest du dazu vielleicht was sagen? Nö, ist eigentlich alles ganz cool gerade. Ja? Ja. Warum? Keine Ahnung, warum nicht?
Weiß nicht so. Es greizt. Nö, geht eigentlich. Ja? Ja. Ah, das ist cool. Da liegt einer von dir. Sehr richtig. Möchtest du den nicht auswechseln? Vielleicht ist er ja verletzt. Nö, der kann weiterspielen. Der kann weiterspielen, sagst du. Hat er dir ein Zeichen gegeben, Junge? Ja. Ich kann weiterspielen. Ja, genau. Siehst du, er kann auch noch rennen. Ja, okay, ah, vielleicht nicht mehr schießen, ne? Ja, ist wohl irgendwas passiert, aber sonst. Oh, geil. Ah, der. Hätte ja mal klappen können. Aber auch verletzt, er hat auch schießt nicht mehr geklappt. Ja, das kenne ich. Das kennst du. Die Auffassen kann er auch nicht mehr so gut. Ne, keine Ahnung, der ist nicht so gut drauf im Moment. Nicht. Er hat bestimmt ein Auge oder so verloren. War ein Foul. Aber er pfeift ab, du bist erlöst, Lars. Ja, ist wunderschön. Ja. Okay, ich denke mal. In der Champions League wird kein Orakel kommen. Boah, mal gucken, ne? Ja, sagst du, vielleicht hast du Lust? Ach, mal gucken, weiß ich noch nicht. Ja, wir möchten nichts vorwegnehmen. Ich würde eher zu Nein tendieren. Ja, Lars, dein Tipp war 2-0, war das, ne? War 2-0. Ich sag 3-1, ne? Ja doch, ich sag 3-1 und das Orakel war 1-0. Heute Abend um 16 Uhr ist Anschluss. Viel Spaß, tschüss. Tschüss.